Servus und willkommen zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Ja, ich hatte gerade Besuch. Da hatten ein paar gemeint, die müssen mit mir spielen wollen. Das fand ich jetzt nicht nett. Hab sie mal umlegen müssen. Oh, oh, oh. Ich hab auf jeden Fall einiges zum Essen bekommen. Das ist schön. Dafür mag ich die Schokolade. Oh. Ich hab Schokolade bekommen. Dankeschön. So, wie komme ich jetzt hier in den Laden rein? Brauche eine Bauanleitung. Ah, geht schon. Das ist ein Bauplan. Kommst hier nicht rein. Merkt das. Ah, vielleicht von dem Grabstein aus springen. Ja, probieren wir es mal. Ihr merkt gerade, ne? Also ich bin nicht jetzt gerade der neueste und erfahrenste von den ganzen Jungs, was es alles gibt. Einige werden schon gedacht haben, ja Junge, für was meinst du, dass das da ist? Ja. Hallo? Wir haben hier Gäste. Drauf wegbleiben. Ich brauche noch ein bisschen Stamina. Au. Ihr habt mir eine gelangt. Wiedersehen. Hallo. Ein Schnurrbär. Ein Bodymädchen. Ist ein Kopfnuss. Ganz schön unanständig, das Bodymädchen. Bin ich gespannt, wie wir gerade das Projekt zurückgespult haben. Was meinten die? Ja. In Leder. So. Hatten das Partymädchen dabei. Knete. Gar nichts. Warte, ich hab schon längst weggenommen. So, du? Verbrannt und Honig. Du bist nett. War die nicht vorher schon tot? Hm. Und du bist auch schon tot. Sehr schön. So, dann gibt's ein paar Bücher. Am Mord ab. Jawohl. Das nehmen wir gleich. Oh, primitive Rüstung freigeschaltet. Stufe 2. So, wir müssen ein wenig aufpassen, wo noch was ist. Da, 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 da. Und draußen. Auch mehr Bücher. Ein Bürostuhl, den zerlege ich daheim. Die Bilder kann ich jetzt halt mitnehmen. Das ist auch so ein Mod. Das Glas können wir gebrauchen. Für mich ist das immer so eine Erkenntnis, dass halt, wenn auf dem Boden nicht mehr ist, weiß man, dass ich da war. Greif mich nicht an. Also leise brüllen bitte. Aber leider kein Kochtopf. Wäre schön gewesen, wenn hier ein Kochtopf wäre. Stille. Hallo, wir sind hier in einem Gotteshaus. Hier wird in Ruhe gedacht an und die verstorbenen Mitbewohner hier. Legelhaft. Legelhaft. Schreit hier einfach rum. Hallo? Kannst du mal aufhören, so rumzuzappeln? Zappel, Philipp. Das ist sauer.
verstehe ich gar nicht. Aufdauer! Danke. Ehrlichkeitspunkte. Zwei Punkte habe ich. Das ist sehr schön. Dann gehe ich jetzt einmal in die Hauptarbeiter und einmal in den Bergarbeitermeister rein. Wie gesagt, ich weiß, dass ich hier noch auf 5 muss und da bin ich, muss ich noch auf 3, aber die kriege ich anders irre. So, dann schauen wir mal, die Toilette, wie spät es ist. Das machen wir auch weg. Das Gemälde konnte man nicht mitnehmen. Kreuze machen wir nicht kaputt. Gerade lustig, ich sehe gerade die Taschenlampe. Ich glaube, ich bin gerade komplett anders rein, als man soll. Dann Wendeltreppen wir uns mal nach oben. Hallo. Oh. Das ist eine Familie. Hallo, ich bin gerade Ringelpiz mit anfassen. Aua, der hat mich wieder gehauen. Das ist der Nachteil, wenn man keine Stamina hat. Naja, komm ruhig. Jetzt habe ich Stamina. Oh, Party-Mädchen hat nix. Der Typ hat wenigstens ein bisschen was. Der hat eine Suppe. Danke. Und ich habe einen Bauplan der Jägermod bekommen. Das ist auch sehr schön. Den benutze ich gleich. Dietrich habe ich noch keinen. Dann kann ich das schon mal zerlegen. Doch, Dietrich habe ich hier auch schon zwei. Die kommen dann auch da rein. Dann habe ich jetzt alles richtig schon mal ausgefüllt. Das ist doch schon mal schön. So, dann haben wir Medikamente. Was kriegen wir denn? Papier und Plastik. Wow. Benutze ich auch immer. Das sind meine Lieblingsmedikamente. Ich muss auf jeden Fall noch die Vorräte finden. Die habe ich bisher noch nicht gefunden. Oh, aber ich habe hier jetzt was ganz Tolles. Und zwar lerne von den Besten der Branche, wie man eigene Werkzeuge fertigt. Steinwerkzeuge Qualität 2. Ich habe nur kein Ding dabei, dann lassen wir das noch. So, und wir schauen jetzt mal nach oben. Nimm mal die Keule in die Hand. Ganz schön gefährlich hier, da kann man ja runterfallen. Also, hier ist schon mal nix. Ich vermute fast. Hier könnte auch mal ab und zu was sein. Nein. Aber die... Oh, Glocke schaut cool aus. Und ich merke schon wieder, ich mache schon wieder viel zu viel Bummeln. Das kann man machen, wenn ich 2 Stunden habe. Nicht nur eine. Ich muss Geld machen. Greg, du musst Geld machen. Oder Chitons. Sie bestimmt noch Verstecke geben, wo jeder sagt, ey, da musst du hin, da musst du hin. Und ich hab's ja nicht gesehen, ne? So. 5 Meter. 4 Meter. Irgendwo da hinten? Ah, da ist eine Bodenplatte. Hallo. Ich hab's gefunden. Danke. Wiedersehen. Du solltest einen Arzt aufsuchen, das hört sich nicht gesund an. Hier gibt es mehrere. Das ist hier Krankenwegen.
Wir gehen nach Hause. Geben eine Runde das ganze Graffel ab. So, und was ich nur daran denken muss, wenn ich Briefkästen und so Zeitungsdinger sehe, die muss ich auf jeden Fall looten. Weil da sind Bücher drin und Bücher sind wichtig. Aber ich sehe das jetzt schon kommen. Oh, nochmal was zu essen. Dass ich, mein erstes Geld nicht für einen Kochtopf ausgebe, sondern mein erstes Geld dafür ausgebe, bei mir was zum Trinken zu kaufen. Was total hirnrissig ist. Aber ich brauche auf jeden Fall in der nächsten Nacht brauche ich mindestens 70 bis 80 Trinken, dass wir da vorankommen. Na, wie gesagt, also ich baue ja so ein. Ja, wobei ich stelle gerade fest, dass ich gerade komplett falsch wieder denke. Ich muss eigentlich die Treppe, die wo ich jetzt gerade hier errichten will, muss ich andersrum drehen. Ha! Schön, schön, dass es mir noch auffällt. Ja, okay, ist ja egal. Ob ich jetzt Ausdauer verliere oder nicht. In allen Spielen an nicht mehr zu rennen, warum auch immer. Aber ich kann jetzt mal, weil ich habe jetzt ja dann so eine Kiste, kann jetzt mal hier ein bisschen rumlooten. Bisschen die Sachen ausräumen. Klebeband, jawohl. Das heißt, wenn ein Zombie kommt, kann ich den knebeln und fesseln. So, erfahre, wie man Werkstätte schmieden und Werkzeuge baut, jawohl. Ich habe den Tau-Sammler freigeschalten. Das ist sehr gut. Den werden wir auch so schnell wie möglich brauchen. Das heißt, ich muss jetzt schauen, dass ich Plastik bekomme. Die Bänder hatte ich bekommen. Das ist schon mal schön. Bänder. Also das Klebeband. Braucht davon nämlich zwei. So, was haben wir denn alles bekommen? Ich habe jetzt schwarzen Pfeffer bekommen. Verbessert die Fähigkeit. Fertigkeiten zur Fahrzeugfertigung, das heißt, da kriege ich dann irgendwann ein Fahrrad her, wenn ich sie nicht vorher vom Händler kriege. Entschuldigung, Spoiler. Hier ist nichts drin, ich glaube, das ist noch einmal oben drauf. Kann man entsorgen. Oh, da ist noch mal was drin. Was kann ich denn? Forge ahead. Jawohl. Nochmal, das heißt, ich bin meiner Forge wieder ein Stückchen näher. Eigentlich das A und O am Anfang. Man will zwei Sachen haben. Da eigentlich drei, aber ich glaube, das ist zu stark in die Steine gegriffen, wenn ich sage, ich möchte in der ersten Woche eine Werkbank haben. Aber eine Forge muss eigentlich drin sein, da ist die Leiter. Hallo Leiter. Schläft da. Hey, du kannst mal deinen Saustall hier aufräumen. Schnaps. Wisst ihr, was das Schöne ist bei Schnaps? Es gibt hier einen Tonic. Und Tonic hat ein Wasser, das eine Ausdauerwiederherstellung von 35% hat. Man kann schneller laufen. Prost. So, 60 Sekunden. Ja, ist er. 60 Sekunden Wasserauffüllung. Das wird auf jeden Fall. You're not bringing counterfeit money in here, are you? Great, here you go. So, don't ich spend it all in one place. Bitte haben, weil da könnte mehr drin sein. Hast du noch irgendwelche Aufgaben? Vergrabene Vorräte. If you want a job from me, I'd say it's been an honor to work with you. But it would be a lie. Make up your mind or make your way out. So, einen Dollar lasse ich drin. Kann ich dir das Fleisch verkaufen? Ja, kaufe ich dir das Fleisch. Habe ich es weg. Oh, ich habe einen Amboss. Cool. Wo ist denn den her? Ölschiefer. 16 Dollar. 280 habe ich. Batterie für Autos. 40 Dollar.
Ja, $40 sind halt gar nichts. Teile. $40. Oh, Stahlwerkzeugteile sind schon mehr. $120. Da bin ich mir sicher, da kriege ich noch welche. Dann bin ich jetzt schon bei 400. Dann kommen die jetzt auch noch weg. Dann bin ich bei 440. Ölschiefer? Naja, 16, das ist mir zu wenig. Ein Handwickel, den kann ich definitiv verkaufen, den brauche ich nicht. Der Klammermod. Den brauche ich. Eisenpfeile verkaufe ich. Achso, in 5er Schritten verkaufen. Ich habe nur 4. Okay. Das sind $8. Tetons, Flaschen mit Säure 28. A sale is a sale. Even if it is to a scumbag like you. So, aber jedenfalls dieses Tonic Water hat mir jetzt gerade schon mal den Hintern gerettet. Das heißt, meine Flüssigkeiten sind komplett aufgefüllt. Jungs, jetzt habe ich wieder Ausdauer. Das heißt, es gibt aufs Köpfchen. So, wo ist jetzt meine Base? Meine Base ist nicht hier. Meine Base ist da vorne. Ja, ich tue mein Zeug abgeben, weil sonst bin ich schneller überladen, als ich bis 3 ziehen kann. Aber ich bin jetzt gerade froh, dass ich meine Treppen noch nicht hinab und vor allem auch nicht ausgebaut habe, weil die dürfte ich wieder abreißen. So, dann schmeißen wir dich mal hier rein. Dann drücken wir mal hier drauf. Dann ist das alles jetzt weg. Also trübes Wasser und normales Wasser nehme ich mit. Zum Essen brauche ich momentan nichts mehr. Ich brauche ein bisschen Pflanzenfasern, denn ich möchte dich scrappen. Als Knüppel habe ich noch nichts gefunden, aber ich habe normales Werkzeug gefunden. Und bauen wir mal schnell welches, weil das haben wir schon mal in Stufe 2. Hält ein bisschen länger. Und du wirst gleich mal repariert. So, und was wir jetzt gleich noch machen, ist, wir gehen mal die ganzen Quests durch. Drück mal ein wenig langsamer drauf, dann können wir das lesen, was es ist. Aber wenn ich es jetzt vorlese, haben wir den nächsten halben Tag rum. Aber ich bin Level 4 und wir haben alles abgeschlossen. Das ist sehr schön. Und das heißt, wir gehen jetzt in den Prügelpeter auf Stufe 2. Und jetzt muss ich dann auf Stärke Level 5 und 7. Aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe, bis zum ersten Blutmond das zu machen. So, dann hätte ich gesagt, wir schauen, es ist 16.21 Uhr, ich muss fast rennen. Ich habe bis 22 Uhr zwar Zeit. Aber ich muss das Haus freiräumen. Ich muss das ganze Zeug looten und ich muss wieder zurück. Also das wird jetzt von der Zeit her... Ich hätte mal gesagt, eine Herausforderung, eine kleine. Für mich bestimmt eine große. So, hey, Schlaglöcher, mach die ganze Achse kaputt. Ja, auch in der Apokalypse wichtig.
Also wenn ich mir, als wenn ich mir jetzt alleine hier vorstelle, schaut euch mal hier bitte schön diesen Krankenwagen an, okay? Der hat ein bisschen platte Reifen. Aber, ne, also der fährt jetzt mit dem Schlagloch, ne? Also. Ist ja nicht gesund. Hallo. Auch nicht gesund. Okay, wieder essen. Merkst du schon, ich bin hier im Tal der keinen Briefkästen, die haben nie Post bekommen. Briefe, nein. Also, schnell gesagt. Lass es uns loslegen. Oh, mal gleich mal wegen aufgeräumt hier. Jemand? Ey, kannst du mal ein bisschen leiser auslaufen? Oh, Kaffee? Kaffee-Pulver, jawohl. Oh, Bücher. Wichtig. Diese Bücher sind wichtig. Ich hab einen Topf. Ich hab einen Topf. Ich muss meinen kalten Topf kaufen. Yay! Bis jetzt immer Töpfe kaufen müssen. Ich habe bestimmt einen Topfladen auf. Hallo. Hey. Kannst du hier nicht einfach so rumliegen? Naja, jetzt liegst du wieder rum. Ja, genau. Kostet. Miete. Rumliegen. Hallo? Früher hat sie mir im Klo Waffen gegeben. So, genau, wir wollten mal gucken. Also ich kriege wieder Vehikel. Und ich habe mein erstes Kochbuch. Auch nur noch 99. Gegrillter Mais mit und gebackene Kartoffeln habe ich freigeschalten. Lecker. Ich habe schon gesagt, in der Apokalypse habe ich alles verlernt. Oder ich bin frisch aus dem Ei geschlüpft. Aua. So, und noch ein Schlag in die Weichteile. Noch Kohle? Nee. Okay. Lang gehalten. Alter. What the fuck? Was habe ich denn jetzt alles bekommen? Kryogon Hühnchen. Kryogon Gans. Schottischen Whisky. Kaviar? Ja. Oh, mein erstes Farm Life Skill Magazin. Sehr schön. Ich habe jetzt den Apfel Seed freigeschalten und mein zweites Kochbuch. Ich habe eine Schamsuppe. Ah, das ist gut. Das ist richtig gut. Das ist eine richtig gute Mahlzeit. Ich habe einen vernünftigen Trinken. Ich habe nochmal Essen. Ich habe nochmal Essen. Ich habe nochmal Essen. Also das hier looten, das war spitze. Ist da einer explodiert? So, dann haben wir hier nochmal eine versiegelte Versandkiste für Essen. Und dann geht's hier nach oben. Das heißt, ich nehme mal meinen Prügel in die Hand. Und schon wollen hier welche Leute mit essen. Das Problem ist, die wollen mich essen. Hallo. Hast nicht genügend Ausdauer. Ja, das habe ich auch gemerkt. Ich glaube, ich habe sogar eine Quest abgeschlossen. Ich glaube, ich habe genügend Kombis auch nicht aufs Hirn gehauen.
Okay. Die Krankheit muss, wie es aussieht, sehr viel Blut erzeugen, weil der spritzt immer noch. Okay, das Gebiet ist schon mal gesäubert. Das heißt, ich kann auf jeden Fall schon zurück. Das heißt, ich habe alles Wichtige gemacht, bis auf Kisten geklärt. Und ich muss schon sagen, also vom Essen her, das war richtig super. Den Laden muss ich mir merken, muss ich öfters kommen. Oh, den Trinkbänder habe ich. Ja, der Wasserkrug wollte ich doch mal testen. Nein, leider nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt geht. Ich kenne nur diese kleinen weißen Automaten. Angeblich soll es da gehen. Ich weiß es nicht. Wir werden uns überraschen lassen. Oder wenn jemand von euch weiß, dass es, ob es wirklich so geht, habt damit in die Kommentare. Wird mich weiterhelfen. Genau. Wenn schon falsches Deutsch, dann richtig. Falsch. So, wir fetzen nach Hause. Bevor der nette Händler uns wieder rausschmeißt. So, aber ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal zwei Quests erledigen können. Also das ist eine gute Länge. Ich sag mal so, wenn man doch ein bisschen mehr weiß, was man auf was man ein bisschen achten muss, dann ist es, glaube ich, ganz gut, dass man mit der Stimme spielt, weil dann hat man dann doch eine Herausforderung, weil entweder man macht Quests oder man baut eine Base, aber man macht halt nicht mehr beides. Oh, oh. Now Hallo. That you did the job, I guess you ain't that damn bad after all. Ich nehme mal die Munition, die schaut gut aus. Jetzt war gern was Besseres. So, dann nehmen wir mal die vergrabenen Vorräte. I got some shit. Well, good luck. By the looks of it, you're gonna need you hungry or something. Sehen. Also, dann verkaufen wir gleich mal die Dollars. Was haben wir denn hier? Animal DNA Test Tube. Okay, das wird noch interessant hier. Nochmal was zum Essen. Trinken haben wir da oben. Und das Fleisch verkaufen wir auch gleich mit. Jetzt haben wir 908 Coins. Schauen wir mal. Fortgeschrittener Blaseball kostet 1500. Ach. Alright, gleich noch einen now that we're done doing business, danke. Get out of my store. Super, dann hau ich mir selber die Tür ins Gesicht. Da er immer so nett zu mir ist, ne, welchen auch überhaupt keine Konkurrenz machen und den eigenen Händler aufbauen. Wäre auch witzig, wenn man das machen könnte. So ungefähr, kommt zu mir, lass den in Ruhe. So, dann hätte ich mal gesagt, wir... Also mit Schnee kann man es auf jeden Fall vollfüllen, das weiß ich. Schneebiom müssen wir ja. Ich glaube, dass, wenn ich jetzt das richtig noch im Kopf habe, ist es, zuerst verbrannter Wald, dann ist es, wie heißt die Wüste, dann das Schneebiom und dann das, da wo ich nicht hin will, Biom. Und wenn ich da halt überall eine Basis bauen will, dann werden wir noch sehr lang miteinander zocken, das kann ich euch schon jetzt versprechen. So, dann hätte ich mal gesagt, dann lege ich das rein. So, und dann haben wir ja auch gleich unsere Gläschen, unser trübes Wasser. Ich habe mal gesagt, 12 Minuten auf jeden Fall.
oder? Ah, 7 Minuten 30. Nochmal. Dann haben wir da auf jeden Fall auch schon was gewonnen. So, genau. Also. Das, bevor wir in die nächste Nacht gehen und wieder an der Base rumbasteln, habe ich schon die Zeit wieder angesprungen. Das heißt, wir sind schon wieder am Ende der Folge. Wie gesagt, wenn ihr Fragen, Anregungen, Mods habt, wo er sagt, ja, die sind vielleicht interessant für dich, aber wie gesagt, nichts mehr Großartiges verändern, sondern nur noch vielleicht ein paar schöne Gates oder so, schreibt in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.